10 Jahre ein Paar, wann heiratet Glasperlenspiel endlich? Ihr enger Zeitplan macht Glasperlenspiel einen Strich durch die Rechnung. Caroline Niemczyk, 27, und 29, sind nicht nur beruflich ein Paar, die Bandkollegen führen seit mittlerweile 10 Jahren eine glückliche Beziehung. Daher haben die beiden natürlich schon übers Heiraten gesprochen, in naher Zukunft wird es allerdings nicht zu einem romantischen Ja-Wort kommen. Haben die Gartenstürmer etwa Panik vor dem großen Schritt? Bei Grill den Profi stellen und bei der Zubereitung eines Kartoffelpuffers mit mariniertem Lachs ihre Kochkünste unter Beweis. Angesichts ihres perfekten Teamworks möchte Moderatorin Ruth Muschner, 42, wissen, warum die beiden noch nicht verheiratet sind. Wir treten ja gerade ganz viel auf und sind ständig unterwegs, von daher ist es bei uns terminlich ganz schlecht, erklärt die Sängerin. Tatsächlich hat das Pop-Duo mit Licht und Schatten gerade erst ein neues Album veröffentlicht und steht in den kommenden Wochen bei etlichen Deutschlandkonzerten auf der Bühne. In den vergangenen Monaten hatte Caro zudem als DSDS-Jurorin aller Hände voll zu tun. Caro und sind in der Kochrunde jedoch nicht die einzigen Unverheirateten, auch die übrigen Promi-Kandidaten Mirja Bös, 46, und Uwe Herrmann, Profikoch, 39, und Moderatoren tragen aktuell keinen Ring am Finger.